Weiblicher Schleim ist geschlüpft. Nein, wer hätte es gedacht? Wetterbericht. Wunderschöner sonniger Tag. Etwas genervt. Leben vom Lande. Brombeerenzeit. Nochmal wieder, wir haben noch so viele. Schnapp. Mal langsam die Äpfel hier mit. Hängen schon drei am Baum? Na, gut doch. Na, jeden Tag einer. Hört sich doch wunderprächtig. Ey, das ist unfair, wenn du vor der Tür stehst. Die wissen halt ganz genau, wie sie dich behalten können. Ja, ja. Erst oben versuchen? Ah ja, ja, Entschuldigung, stimmt, ja, machen wir. Einfach rechtsklick. Musst du gar nicht machen. Achso. Komm mal rein. Gleich. Hab sie noch gesehen. Das war noch ein paar. Oh. Lass rein. Ach du Scheiße. So lässt man seine Frau verschwinden. Und sich selbst. Bist du ein hässliches? Mensch, du folgst mal. Du willst vorbei, tu mir leid. Das ist Privateigentum. Okay, ich geh wieder. Tschüss. Ich kann dich nicht vorbeilassen, ich würde meinen Job verlieren. Vielleicht doch nochmal zum Zauberer. Oder irgendwie so. Bin hier nicht irgendwo anders? Nee. Der Felsen liegt da noch. Das weiß ich jetzt nicht. Nichts.
ne? Nichts Glitzerndes. Ich muss eine andere sehen. Nee, Lava wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das als Lava gilt. Also wir haben 196 Hartholz. Also doch nicht 200, ja. Nee. Und wir haben 10 Batterien. Mhm. Dann muss ich Hartholz hacken gehen. Mhm. Und wir haben 2 Iridiumbarren. Und wir brauchen 5, ne? Das könnte schwierig werden. Das Wüsterchen sitzt heute irgendwie fest. Goblin-Problem. Ein Goblin blockiert den Weg zur Hexenhütte. Es muss einen Weg geben, ihn zu bewegen. Vielleicht sollte ich nach Informationen über Goblins suchen. Können eigentlich nur in der Bibliothek finden. Gehen wir doch mal gucken. Oder Herr Zauberer vielleicht. Oh, wer weiß. Was siehst du, ich wollte mal gucken, wie jetzt der Julia-Markt hier oben aussieht. Der müsste jetzt ja zu sein. Der so closed und so. Ja. Jupp. Oh, und schon leicht verfallen. Aber wir sind schon überall Risse drin und... Tja, PP. Mhm. Tagebuch des eines alten Bauern. Wie tief ist die Mine? Was? Da kann ich nicht lesen. Notiz von Gunther. Okay. Goblins. Die Spezies üblicherweise als Goblin bekannt, scheint aus den Wäldern des fernen Nordostens gekommen zu sein, von weit hinter den Laubbruchhügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, helle rote Augen und einen beißenden Geruch, kann ein erstes Treffen mit einem Goblin furchterregend auf den unerfahrenen Reisenden sein. Trotz ihrer beunruhigenden Erscheinung besitzen Goblins jedoch eine intellektuelle und emotionale Kapazität ähnlich derer der Menschen und haben kein Problem mit dem Erlernen unserer Bräuche und Sprachen. Die Goblins, die ich traf, waren überaus freundlich und entgegenkommend, sobald ich zeigte, dass ich nichts Böses vorhabe. Unglücklicherweise haben Jahrhunderte des Misstrauens und Misshandelns durch den Menschen viele Goblins dazu getrieben, sich in die Dienste von Hexen, Nekromanten, Hexenmeistern und anderen geschmacklosen Typen zu begeben. Die traditionelle Ernährung der Goblins besteht hauptsächlich aus Madenfleisch, typischerweise von den großen und saftigen Madentypen, die im Goblinwald heimisch sind. Zu besonderen Anlässen genehmigen sich Goblins einen Gegenstand, der sich Schattenmayonnaise nennt. Sie ist die vielleicht feinste Delikatesse der Goblin-Küche. Oh, davon habe ich genug. Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir doch einfach mal eine Mayonnaise und bestechen ihn. Mhm. Nicht schlecht. Also wir erstmal wieder Hartholz besorgt. Gut, dass ich so viele Bücher gefunden habe. Mhm.
Ist es? Du liegst schon wieder. Es ist noch nicht mal warm geworden. Die Geister sind halt höchst unzufrieden. Windböig morgen, aber kein Regen. Schon wieder Post. Hallo Dante, in einer Woche halten wir das Stardew Valley Volksfest ab. Es ist die größte Veranstaltung des Jahres. Die Leute vom ganzen Land hier in unserem bescheidenen Städtchen laufen. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren. Achso, das ist wieder dieses ja. Präsentieren. Wir gewinnen doch sowieso wieder. Das kann gut sein. Können aber auch an. Können aber auch eventuell verlieren. Nee, aber doch nicht mit den ganzen Goldsachen, die wir produzieren und lila. Legendär. Ja, so schlimm ist jetzt aber auch nicht. Wer hat draußen schon wieder was angestellt? Also ich nicht. Und Schuldigen reagieren irgendwie immer zum Schluss, ne? Weil die Schuldigen, die melden gleich, ich weiß nicht. Ja. So kommen die Wahrheiten wieder auf den Tisch. Nein, nicht die Artischocke ist. Da hast du es überlebt. Ja. Sehr, sehr schön. Licht. Ach, Hartholz. Ja. Muss ich jetzt erstmal wieder runter. Neues. Euch pflanzen. Ja, ne? Na, eigentlich wird er bei uns bettelarm, ne? Wir kaufen einmal und dann nicht mehr. Ja. Wie war das? 5 Batterien, ne? Ja, 5. Hartholz, nur die Iridium-Waren. Die 5, das kann auch dauern. Aber vielleicht finden wir oben auf dem Weg zur Hexe Iridium-Waren. Oder Iridium. Sein. Weil das ist irgendwie momentan mau. Nicht gerade viel. Sag ich ja. Aber
Aber naja. Kriegen wir schon hin. Hey, wir haben das Gemeinschaftshaus fertig gekriegt, dann kriegen wir das auch hin. Ja, ich möchte 200 Harzhölzer für die Rumpfreparatur spenden. Und die 5 Batterien. Yay! 5 Iridiumbarren, mei, mei, mei. Ist mal so, wir haben schon 2, wir brauchen nur noch 3. Ja! Einmal anfängt, hört man hier. Wir haben die von letztem Jahr noch nicht verwurstet. Ja. Ich glaube, der Schnaps ist fertig. Ja, so ein bisschen würde ich mal sagen. Noch Schattenmayo? Schattenmayo. Ich hab. Ey, jetzt sind noch 2 Schatteneier drin. Ja, ja, ich hab eins bei mir. Achso, wollen wir hoch oder so, wollen wir erst morgen? Boing, boing. Probier jetzt Marsch. Über die Mine gehen. Ja, stimmt. Geht schneller. Ich werde durchs Dorf weg. Hm. Ich wollte gerade fragen, versteckst du dich jetzt hinterm Busch? Ja. Und wartest du auf das? Natürlich. Mal vor. Hey. Tut mir leid, ich kann nicht vorbeilassen. Ich würde ja. Danke. Danke. Okay, dieser Geruch. Ich kann nicht widerstehen. Gib mir das. Die verlorene magische Tinte des Zauberers gefunden. Bringen Sie besser zu ihm zurück. Verfluche das Land. Ein Zauberbuch für die ländliche Hexe. Der Knochen ist vermutlich von Bakterien überzogen. Du entscheidest dich dazu, ihn nicht zu berühren. Versuchst Augenkontakt zu vermeiden. Dunkler Schrein der Albträume. Das alte magische Siegel des Schutzes wird aufgehoben, sodass Monster bei Nacht auf deinem Hof kommen können. Ein komisches Brötchen als Opfergabe darbieten.
Du öffnest die Flasche und lässt den Geruch in deine Nase wehen. Der Geruch ist wohl überraschend angenehm. Mit einem Hauch von Aprikosen und würzigen Beeren. Dunkler Schrein der Erinnerung. Die Statue schaut durch dich hindurch. Dunkler Schrein des Egoismus. Okay, dann muss man anscheinend erstmal die hier machen. Um die anderen irgendwie freizuschalten. War vermutlich eine schlechte Idee, deinen zarten Arm dort hineinzustecken. Wer auch immer hier lebt, muss einen sauberen Boden wirklich lieben. Jetzt mal hinsetzen. Ich glaube, ich habe das Lager gefunden. Sieht aus, als ob das Ding gerade reinkotzt. Der Schrein der Illusion. Eine Opfergabe von 100 Gil darbieten, um dein Aussehen zu ändern. Nein!